Zwei Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg hat Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD seine Ankündigung bekräftigt, sich zurückziehen zu wollen, falls seine Partei nicht auf Platz 1 landet. Er betrachtet die Wahl auch als eine Abstimmung über seine Person und seine Arbeit als Ministerpräsident, sagte Woidke im ZDF-Morgenmagazin. Eine jüngste Umfrage sieht die AfD indes weiter mit 28%, knapp vor der SPD mit 27%. Woidke sagte angesichts des AfD-Vorsprungs in Umfragen, es gehe bei der Wahl auch darum, dass Brandenburg keinen, Zitat, großen braunen Stempel bekomme. Er sorge sich um die Außenwirkung, sollte die parteistärkste Kraft werden. Vieles, was die SPD erreicht habe, stehe auf dem Spiel, sagte Woidke weiter. Brandenburg habe einen Spitzenplatz beim Wirtschaftswachstum. Doch dafür brauche es auch Weltoffenheit, Freiheit und Demokratie. Der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zufolge folgt nach der SPD auf Platz 3 mit 14% die CDU und auf Rang 4 mit 13% das Bündnis Sahra Wagenknecht BSW. Die Grünen, die Linke und die Freien Wähler würden an der 5%-Hürde scheitern. Frühere Umfragen ergaben ähnliche Bilder.